Juni 2020. Sächsisches Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilversdorf. Hier steht in diesen Tagen diese alte E11 der ehemaligen Deutschen Reichsbahn abgestellt. Sie wurde im Jahr 1975 von LEW unter der Fabriknummer 15105 gebaut und am 28. November 1975 erfolgte ihre Abnahme und ihre Indienststellung beim Bahnbetriebswerk Erfurt. Seit 1. Januar 1992 wurde sie umgezeichnet in 109073-7. Am 21. Dezember 1993 erfolgte die Z-Stellung und einen Tag später die Ausmusterung beim Bahnbetriebswerk Berlin-Schöneweide. Dann hatte sie einige Besitzerwechsel und im Dezember 2002 kam sie zur GVG und sie bespannte noch unter der Nummer, wie wir sie hier sehen können, nämlich 109-3, Nachtzüge zwischen Berlin und Sassnitz. Zuletzt wohl im Jahr 2010. Und ja, im Frühjahr wurde sie wohl hier aufs Gelände geschleppt und wartet nun auf ihr weiteres Schicksal. Diese Farbgebung ist natürlich auch etwas Besonderes. Denn normalerweise war ja die E11 bzw. eben die Baureihe 211 der Reichsbahn immer rot lackiert. Schön, so eine Lokomotive nochmal anzutreffen. Und ich hoffe natürlich, dass auch diese Lok wieder in Fahrt kommt.